und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Toti. Heute das Special kommt heute. Ich freue mich, wenn ihr ein Like da lässt und ein Abo, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Und heute spielen wir den Raketensimulator. Ja. Und ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Deswegen, ich wollte nicht jetzt genau von vorne anfangen mit so einer kleinen Rocket. Ich habe die Größe ja auf dem Server. Und dann müssen wir mal Fuel holen. Ich habe vorhin noch ein bisschen gespielt. Dass das nicht so lange für euch dauert. Alles drum und dran. Weil ich wollte nicht, dass es so blöd aussieht. Und ja, hier müssen wir Fuel, also Treibstoff mitnehmen. Das können wir dann in unsere Rakete reinfüllen. In die ganz große. Und das könnte einen Moment dauern. Und heute ist ja Special. Heute kommt ein sehr langes Video, weil es ja heute Special ist. Für die 20 Abonnenten bedanke ich mich nochmal ganz sehr an alle, die mich abonniert haben. Alle, die täglich meine Videos schauen und mich unterstützen. An alle, danke. Und jetzt geht's weiter mit hier dem Farben. Das dauert einfach voll lange. Aber das ist eben leider so. Und wir werden da so 20, so 15.000 in die Rakete machen. Dann werde ich noch ein paar Booster aktivieren. Weil ich habe mir extra noch welche für die Aufnahme geholt, für Diamanten. Deswegen habe ich auch gerade 0. Leider. Ich habe das zweitbeste Backpack. Und die Rakete, die weiß ich noch nicht mal, wie gut die ist. Die war auf jeden Fall sehr teuer an Spielgeld. Und dann gehen wir es mal abliefern. Ich habe sogar noch 500 drin, ne? Ist mega cool. Hier startet gerade irgendeine Rakete. Oh, hoffentlich nicht meine. Jetzt habe ich die aus Versehen gedrückt. Okay, wir machen hier weiter. Ah! Okay, die ganz, ganz, ganz kleine. Ist losgeflogen. So hätte das dann auch am Anfang bei mir ausgesehen. Die ganz kleine rote. Da gehen wir gleich hin. Dann zeige ich mal, wie meine gleich abgeht. Wenn wir genügend Fuel haben. Ich will nämlich erstmal ganz viel Fuel sammeln. Das muss man leider. Und ja. Wir können auch mal gucken, so wie viele Inseln die anderen haben. Und es gibt eine neue Rakete, die ist mega groß. Bestenliste. Bin ich nicht der Beste, weil ich nicht genügend Geld habe. Glaube ich, weil ich ein bisschen zu wenig momentan habe. Und ja. Normalerweise wäre ich Erster. Weil ich sehe niemanden mit einer besseren Rakete. Und ich glaube, das dauert sehr lange, bis wir hier den Fuel haben. Obwohl, es dauert, glaube ich, gar nicht mal so lange, Leute. Ich habe nämlich vorhin ja schon. Ich habe 2 Tage gespielt und habe die hier. Also nicht so, ich habe nur ab und zu hier das Spiel gespielt, weil ich spiele das so zwischendrin. Weil also ich finde, das Spiel macht mega Spaß. Das können wir hier mal auffüllen. So, weiter geht's. So, wir gucken mal, wie gut jetzt unsere Rakete ist. Das Backpack ist auf jeden Fall das zweitbeste. Das hier ist die beste, das hier. Ich habe die drittbeste Rakete. Und das ist ziemlich gut, sehe ich gerade die hier. Die nächste kostet 500.000, die nächste kostet 1.500.000. Das ist extrem viel. Ich habe heute schon einen mit dieser Rakete gesehen. Ja, und ich hätte die sehr gerne. Aber da hatte ich heute noch nicht die Rakete. Die Rakete habe ich noch nicht getestet. Die ist extra für das Video heute. Für das Special. Und ich weiß noch nicht, wie die abgehen wird.
Ich habe nichts getestet, außer das Ding, was ich hier in der Hand habe. Keine Ahnung, was das ist. Das habe ich schon die ganze Zeit, weil ich mir kein besseres leisten kann. Ja, dafür müssen wir ja dann ganz viel Schuhe reinfüllen und einfach ganz weit oben fliegen. Es gibt ein paar Inseln. Also ich war längst noch nicht ganz oben. Das ist so schwer. Hier startet, glaube ich, gerade schon wieder eine Rakete. Könnte gut sein. Ja, da startet eine. Die geht nicht so hoch, oder? Doch, zur ersten Insel. Hör mich. Okay. Nicht die beste. Aber ja. So war ich auch. Ich glaube, das ist die zweite Rakete, die man haben kann. Ich finde, das Spiel macht so mega viel Spaß. Also am Anfang bin ich immer mit Leuten mitgeflogen, die so eine Rakete haben. Dann bin ich immer hier so zur Seite und bin hier drauf gesprungen. Bin hier stehen geblieben. Oder habe mich zum Beispiel hier so hingesetzt gegen das Ding. Und vorhin habe ich es geschafft. Ich bin von meiner Rakete runtergesprungen. Also von einer, der auch so eine große hat. Und dann hat er die im rechtzeitigen Moment wiedergeholt. Dann bin ich genau hier so von ganz weit oben von 1000 Metern bin ich hier drauf auf den Sitz gefallen. Und ich bin nicht auf den Boden aufgekommen. Das war so krass. Move. Und hier sind meine ganzen Inseln, die ich habe. Die bedeuten das. Hier sieht man ganz viele. Und dafür braucht man schon extrem viel. Aber so weit wie einen kam ich noch nie. Da bin ich mit einem mitgeflogen. Der hatte so immer so 50.000 Fuel drin gehabt. Fand ich so cool. Und der hat geschrieben, du kannst mit mir fliegen. Da nutzt man natürlich die Chance, wenn man noch so schlecht ist am Anfang. Und fliegt einfach mit. Man bekommt ja dadurch Gems. Und durch Gems kann man sich Booster kaufen. Und ja, manche verstehen das Spiel irgendwie nicht auch. Ich sehe manche, die machen einmal das Backpack voll und starten eine Rakete. Aber man kann das noch mehrmals voll machen. Und dann... Hey, ich sehe gerade, ich bin auf demselben Server wie vorhin. Ja, hier war mein Freund vorhin drauf, aber der ist aufgegangen. Leider. Und ja, sonst hätte ich mal seine Rakete gezeigt und was der für ein Backpack und was der für hier komisches Ding hier vorne in der Hand hält. Das hätte ich dann mal gezeigt. Und mal gucken, wie man durch Deutsch kann. Jemand Deutsch? Ich frage mal, kann jemand Deutsch? Ja. Cool. Will? Cool. Wollt ihr alle ins YouTube? Warum wird das immer als X Video? Fragezeichen. Wollt ihr alle ins YouTube-Video? Fragezeichen. Ich frage die jetzt nur. Ja, gerne. Okay. Okay. Kommt. Okay, kommt. So, Leute, sie freuen sich mega. Lol. Okay. Dann nimmt wohl gerade auch einer auf. Und die hüpfen hier so. So, wir teleportieren uns mal sofort. Die freuen sich, glaube ich, gerade so mega. Ich frage mal ihr.
seid im Video. So, Video. Ihr seid im Video. So, mal gucken, ob die sich freuen. Irgendwie sind hier ja fast alle im Video. Man kann die ja nicht auslassen. Der schreibt irgendwas. Mein Freund. Ah, mein Freund ist da, der so gut ist. Der ist gerade im Spiel beigetreten. Das erkennt man nicht. Oh, hi. Er hat schon das beste Backpack. Alter. Und hat die gleiche Rakete wie ich. Und er hat so ein krasses Ding, ja. Und. Hi. Hallo. Hi. Ich frage immer, willst du ins YouTube-Video? Hi, willst du ins YouTube-Video? Ja, fragen mal. Okay. Du bist im Video. Du bist im Video. Ich glaube, er freut sich oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er geil. Er schreibt geil. Ich wusste gar nicht, dass er Deutsch kann. Weil vorhin hat er nur Englisch geschrieben. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend, wenn man nur Englisch schreibt und auf einmal Deutsch redet. Er schreibt so geil. Okay. Okay, Leute, ich lasse mal hier den Chat offen. Ist auf jeden Fall besser als ich. Aber eine bessere Rakete hat er nicht. Oh, er kommt schon höher, er kommt schon höher. Er hat die erste Insel, er sollte mitfliegen. Dann bekommt er nämlich sonst niemals Diamanten. Um Diamanten zu bekommen, muss man auf Inseln und als Anfänger wäre jetzt auf der ersten Insel und müsste einen Jump'n'Run machen. Was nicht besonders schwer ist. Obwohl ich Tempelspieler bin. Weil für Tempelspieler sind meistens Jump'n'Runs schwerer als für Computer oder so welche Spieler. Weil ich habe einen Freund, der spielt auf Computer, der gewinnt immer. Ich hatte schon 10 Stage Vorsprung, er hat mich überholt. Ja, im Jump'n'Run ist er besser. Weil er spielt, glaube ich, PC. Also er spielt PC und ich spiele Tablet. Und Tablet ist so schwer manchmal. So ein Jump'n'Run. Mal gucken. Wir haben 2 Leute. Ich und mein Kumpel haben die gleiche Rakete. Ich und mein Kumpel haben genauso gleich viele Inseln. Voll geil, finde ich immer. Wenn er so gleich viele Inseln hat. Warum geht das nicht? So, es dauert. Ich finde das immer so blöd, warum es so lange dauert bei mir noch. So, wir fliegen jetzt mal ohne Booster oder so. Fliegen wir los. 10, 9, 8, 7, geil. Wir fliegen mal los und gucken mal, wie schnell es wird. Wir haben 6500 Fuel. Okay, die geht schon richtig ab. Da war so eine Rakete. Okay, wir sind schon drüber. Hier ist die zweite Insel. Okay. Wir sind gleich schon bei der dritten. Jetzt, wow, das war so knapp. Was passiert, wenn man noch eine größere hat, die noch breiter ist und dann dagegen fliegt? Oh, wir haben gleich eine Landung geholt. Wo wir gar nicht mehr so viel Fuel reingemacht haben. Aber den schon überholt.
Und wir haben schon so viel Geld hier auf der Anzeige. Ich glaube aber ja, bei Fuel jetzt wir. Er ist eben langsamer. Wir haben 70 Speed drauf. Deswegen kommen wir auch, glaube ich, noch bis zu der. Hier. Bis zu der Insel. Und wir bekommen, glaube ich, genügend Geld vielleicht für so einen neuen Dings, was man in der Hand hält. Ich muss hier nirgendwo mehr auf eine Insel, weil ich die alle schon habe. Habe aber noch nicht alle durch. Das wäre jetzt, glaube ich, zu unmöglich noch. Dann bräuchte ich, glaube ich, 100.000 Speed, also Fuel. Und weil ich jetzt kein Fuel mehr habe, 50.000. Das ist ganz okay. Oh, Leute, 50.000 sind ganz okay. Wir werden die jetzt direkt resetten. Hier. Wir werden uns direkt so ein Ding holen, weil Backpack brauchen wir kein anderes. Und das kostet sonst 100.000. Mal gucken, welches uns wir holen. Wir haben fast das Beste. Wir haben jetzt hier auch schon das Zweitbeste. Okay. Okay, Leute. Wir sind so gut. Wir haben von allen das Zweitbeste. Außer Rocket. Dann haben wir das Drittbeste. Mein Kumpel hat also das Beste. Und das beste Backpack. Aber die beste Rakete, die hat er noch nicht. Die ist auch ein bisschen zu teuer. Und wenn ihr mehr von so Raketensimulatoren wollt, dann lasst ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid. Und aktiviert die Glocke. Ja, das geht jetzt ziemlich schnell mit dem Ding hier. Ziemlich cool. So können wir auch mal ein bisschen mehr Fuel sammeln. Und ich glaube, das geht ziemlich schnell mit dem Ding. Okay, ich glaube, der hier neben mir versteht nicht so den Sinn. Ich glaube, der macht immer nur ein Backpack. Dann ja. Wir gucken mal, wie viel Fuel mein Kumpel hat. 1000. Okay. Wie ich. Mach das mal bitte weiter. Danke. Okay, Leute, wir konnten uns jetzt auf jeden Fall schon mal eine relativ gute Verbesserung kaufen. Weil ich hatte eins noch der schlechtesten von diesen komischen Dingern. Und jetzt haben wir das zweitbeste schon. Das ist sehr viel. Das ist so gut, dass wir das haben. Sieht man mal, wie schnell wir hier das weg müssen. Pium, pium, pium. Es geht so schnell runter. Jetzt sparen wir, glaube ich, auf das nächste Backpack. Dann hätten wir das Beste. Dann sparen wir auf den Besten hier. Dann sparen wir wohl auf die nächste Rakete, die 500.000 kostet. Ja, die ist sehr teuer. Okay. Okay, 3000. Und wir haben kein Booster benutzt. Also wenn wir dann so 20.000 will ich reinmachen. Auf jeden Fall. Ey, bist du nicht im Vidi? Ey, bist du nicht im Vidi? Ey, bist du nicht im Vidi? Warum? Warte, wir schreiben jetzt mal, du bist im Video. Bist im Video. Ja. Ich bin auch im Video. Wenn er das meint, ich verstehe ihn gerade nicht so. Hä? Wo ist er hin? So, zusammen. Dings. Aber jetzt kann er jetzt Deutsch, das wusste ich vorher nicht, dass er Deutsch kann.
warte. Hast du einen Kanal? Ja. Ja. Ich habe einen Kanal. Wenn ich keinen Kanal hätte, wie soll ich dann YouTube-Video machen? Ich mein Roblox Name ohne Zahlen. Mein Roblox Name ohne Zahlen. Das ist echt so okay. Mal gucken, ob er auch den richtigen findet. Also wahrscheinlich abonniert ihn. Oh mein Gott, wie nett. Danke, Bro. Es gibt ein paar. Ich mache. Okay, kein Problem. Oh, wie nett. So Leute sind so nett. Echt. Neue Abonnenten. Also wenn wir dann 21 Abonnenten haben, das wäre nice. Schreib's rund. Okay. Also mega nett von ihm. Ich habe leider. Nein, leider schreibe ich nicht. Ich bin froh. Habe 20 Abonnen. Digga, was schreibe ich hier? Mit A. Abonnenten. Habe 20 Abonnenten. Habe ich jetzt geschrieben. Und wenn irgendwann eine 21 dazu kommt, dann wissen wir, er hat mich abonniert. Habe ich jetzt auch geschrieben, dass ich 20 Abonnenten habe. Wow. Ich war leider ein bisschen blöd. Ich mache ja extra heute ein Special für die 20 Abonnenten. Gucken, weil ich glaube, ich bin der Einzige. Oder ich sage ihm, ich soll ihm mal ein Video eingeben, dass er auch das perfekte Video von mir findet. Könnte ich ihm auch sagen, so, gib mal ein, was traden Leute für meinen Panda mit Lachsmiley. Dann würde er mich. Aber ich glaube, er findet mich schon sehr oft. Also, es gibt mehr viele Todis. Aber mal gucken, ob er mich findet. Wir werden das ja dann sehen. Ob er mich findet oder nicht. Leute. Weil es gibt ja viele Todis. Ich habe hier extra geschrieben, habe 20 Abonnenten. Und falls er mir privat so schreibt, ich habe dich nicht gefunden. Dann werde ich ihm schreiben, gib mal ein, was traden Leute für meinen Panda. Weil dann findet er mich zu 100%. Nur mich, weil ich hoffe, dass er nur mich findet. Gib Toti ein, was traden Leute für meinen Panda. Da findet man mich so einfach. Wow, wir haben 8000 Q, wie viel hat der? 16. Okay. Ja, aber das ist ein bisschen schneller irgendwie als ich. Man weiß ja nicht, könnte ja Computerspieler sein. Oder ja auch Handy, Tablet, weiß ich ja nicht. Kann man eigentlich Roblox auch auf der Switch spielen? Das ist eine Frage. Müsste ich mal gucken, ob es das gibt. Kann ich ja vielleicht mal gucken. Und wenn, dann probiere es mal aus. Und wenn das besser klappt, dann spiele ich auf Switch auch ein bisschen vor. Also, wo ich hier gerade aufnehme, wird das. Dann könnte ich auf der Switch, wenn mir das besser gefällt, nämlich
mache ich davor und auf dem Tablet nehme ich dann auf. Leute. Und ich glaube, ich wäre, wenn nichts dazwischen kommt, so wie ein Anruf wie letztes Mal, wo ich was rausschneiden musste, wird das ein Stundenvideo. Das hatte ich geplant für das Special. Ich hoffe, ich werde nicht angerufen. Wenn, dann muss ich das irgendwie rausschneiden. Und dann wird es doch nur ein kurzes Video. Ich könnte auch irgendwie was noch machen. Ich bearbeite mal das Video. Guck mal so nach dem Intro, ob ich das irgendwie irgendwann mal hinbekomme. Weil auf dem Tablet ist irgendwie das voll schwer mit Intro und alles drum und dran. Glaube ich zumindest. Ich guck gleich mal nach dem Video. Eher gesagt nach dem Special. Das sehr toll wird, das Video, hoffe ich. Und ich glaube, wir werden hier in dem Special sehr, sehr weit kommen. Ich würde gerne wissen, wann er startet. Und wenn er startet, fliegen wir. Wollen wir mitfliegen? Ich will mitfliegen, auf jeden Fall. Also reiche ich ja kein Geld. Währenddessen kann ich ja hier Höhe tanken. Ich glaube, der macht sehr viel rein. Ich glaube, der müsste so ungefähr schon über die 20 haben. Okay, Leute. 11. Wir machen die 20. Die 20... machen wir dann noch einen Booster dazu. Dann geht's ab. Ist noch einer da, oder? Okay. Aber jeder fragt sich ja, ist mein YouTube-Kanal? Findet man nicht so einfach, weil es viele Totis gibt. Mein Name, wenn ich den irgendwo hinschreibe, Toti, dann wird er irgendwie verpixelt. Ich weiß nicht, warum mein Name verpixelt wird. Ist Toti irgendwas Schlimmes? Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt hier Toti in den Chat schreiben. Ja, gucken wir. Toti. Das wird verpixelt. Ich verstehe das nicht, warum. Und eine Rakete startet. Die Nubi, glaube ich. Ich habe jetzt nicht gesehen, welche. Doch. Nee, komisch. Doch, die Nubi. Schlechteste, okay. Oh, die kommt vielleicht bis zur ersten Insel. Schafft die es? Nein. Ja, mach. Soll ich gleich welche fragen, dass sie mit mir fliegen? Dass sie ein paar Inseln bekommen. Ich kann gleich mal fragen, wer mit mir fliegen will. Kann gerne wieder mit mir fliegen. So ist das nicht. Tot. Komm. Okay. Ich will wieder mit ihm fliegen. Er schreibt. Jetzt nicht diesmal. Fliegen, wie viel hat er? 21.000! Okay, wir müssten. Er hat keine Booster, da müssten wir höher kommen, wenn wir das machen. Dann gucken wir mal, wie. Ich hab so viel. Okay. Cool. Wenn du mich nicht. Findest, dann gib auf YouTube was traten Leute für meinen Panda ein.
gibt auf YouTube. Was? Auf YouTube. Nein. Was trainen Leute für meinen Panda? Okay. Fliegen mit dem. Wir sind noch nicht in der Galaxie. Weil wenn er das eingibt, dann findet er mich zu 100%. Ich habe das selber mal probiert. Auf, also so auf meinem Handy. Und da habe ich es gefunden. Und ja, Leute, ich... Es wird auf jeden Fall noch lange dauern hier, bis wir oben sind. Ja. So, Leute. Ja. Okay. Er schreibt Kommentar wahrscheinlich. Er schreibt einen Kommentar. Mal gucken. Gib ein. Was? Nahrungsmittel für meinen Panda. Wir wollen ja natürlich, dass er mich findet. Seht ihr mal, Leute, wie hoch wir sind? Mal gucken, ob er mich findet, so. Ich muss das genauso eingeben, sonst wird nichts. Und findet er mich gar nicht. Und wenn ich so mache, dann findet er mich. Hoffentlich komme auf eine neue Insel. Weiß nicht, ob das reicht mit dem Fuel. Ich möchte jetzt auch ungern abspringen. Ist auch voll lange immer. Digga, wie wir, ich seh. Okay. Das war die letzte. Auf die will ich. Also die mit den Pilzen, das war die letzte, die ich geschafft habe mit ihm. Oh mein Gott, das ist das letzte. Nein. Schneller. Wir brauchen mehr. Okay, Leute. Ich glaube, er hat mich nicht gefunden, aber egal. Ich werde jetzt ein bisschen mehr als er sammeln. Ich
Lasse bei. B. Bei. Er ist weg. Ja, den oben. Den muss er nochmal aktivieren. 2000 mehr. Machen wir 20. Dann machen wir 25, oder? Müssen wir. Sonst schaffen wir es nicht auf die letzte Insel. Und am besten den Geldbooster. Leute, ich frag mich. Was ist es wohl, wenn man so hoch kommt, dass man über die Insel so hoch kommt, über die letzte, dass es nichts mehr kommt? Was passiert dann? Frag ich mich. Ich frag vielleicht mal, wer will mitfliegen. Ich glaube, der will unbedingt mit. Irgendjemand fliegt jetzt. Was? Er wartet die ganze Zeit auf mich. Er kann nur noch einen Moment warten. Ja, sehr. Machen wir nicht los. Das ist doch viel zu wenig. Okay, Leute, wir schaffen die. Wir schaffen die letzte. Auch wenn wir noch eine halbe Stunde brauchen. Wir machen die. Zusammen im Video. Falls wir es nicht schaffen, dann kommt noch ein Teil, wo wir es schaffen. Wenn wir dann die letzten Level haben, dann gehen wir jeden Tag, also ich gehe jeden Tag mal rein und guck mal, so, ob es Updates gab. Wenn es Update gab, dann kommt vielleicht sogar immer ein neues Video, wenn ihr liked. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, liked und lasst einen Kommentar da. Und ihr könnt auch gerne Spiele in die Kommentare schreiben, die ich spielen soll. Warte mal, wir schreiben mir mal. Hi. Kannst du Deutsch? Hi, kannst du Deutsch? Wenn er ja schreibt, dann werden wir mit dem. Spanisch. Ja, okay. Okay. Wir fliegen trotzdem mit ihm. Wir fliegen trotzdem mit ihm. Wenn er noch da bleibt. Ich muss noch Fuel. Noch mehr Fuel holen. Weil wir brauchen mehr Fuel, um auf die letzte Insel zu kommen. Ich frag mich, er hat okay viele Inseln, aber ich glaube, er hat meine Insel gesehen und dann wollte er mich. Wir schreiben mir gleich, wer will mitkommen. Ja. Die ersten, die sitzen, haben wir Glück. Oh, ich bekomme gerade nichts. Extrem viel. Noch mehr Fuel. Ich spare nochmal 25. Und dann fliegen wir los mit Boostern. Weil wir haben gesehen, der bräuchte bestimmt noch mehr. Na, weil wir waren ja fast bei der letzten.